Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die zwei vom Bau, zusammen mit dem Steve Mörtel, der mir in der letzten Folge tierisch auf die Eier gegangen ist. Sie auch in Amerika bleiben können. Den wir aber ordentlich veräppelt haben. Und der Gute hat es noch gar nicht mitbekommen. Aber was wir genau getrieben haben, das kann ich schon noch erfahren. Ja, also ich habe jetzt wieder meine eigene Baustelle und dementsprechend werde ich deinen Funkkanal jetzt mal verlassen. Ja. Ja, mach das, hau ab, dann habe ich meine Ruhe. Ja. Und ich auch. Sehr schön. Ja, und das Holz, das auf dem LKW steht und bei dir auf der Baustelle steht, das lässt einfach stehen. Ich hol's dann irgendwann ab, wenn ich Bock drauf habe, ne? Hä? Ja, wenn ich das hier brauche, werde ich es bearbeiten. Egal. Wenn du das nicht brauchst, dann lass einfach stehen, ich hol's irgendwann. Ja. Der kann so nerven. Unglaublich. So, die müssen hier hin. Ich glaube, wir brauchen die schon irgendwie. So, Palette Holz. Das dürften dann wahrscheinlich diese Deckenelemente sein, gehe ich mal von aus. Sind das die richtigen Holzbalken müssen, brauchen wir auf jeden Fall auch. Also können wir die auch rausziehen. Mal gucken, wo die hin müssen. Ja, wenn der jetzt allerdings wieder da ist und macht das Museum, dann werden wir garantiert noch mal einen zweiten Kran brauchen. Das kommt bestimmt. Schade, es hätte so schön passen können. Na? Aber ansonsten klappt das ja ganz gut soweit, ne? Ich bin zufrieden, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Das war jetzt nichts. So. Was brauchen wir jetzt? Palette Holz nochmal. Paket Holz. Holzbalken haben wir weg und dann brauchen wir noch dreimal Ziegel. Jetzt erst das Holz haben. So. Ja, ich sag mal, mit dem Dreck das einfach in den Bach zu schieben, das hat sich ja angeboten, ne? Hat ja auch keiner gemerkt. Oh. Ich glaube, da wären manche Steine aber schon kaputt gegangen, du. Junge. Ach, soll wohl gehen. Kommt ordentlich Speis dran, dann sieht das kein Mensch. Da kommt Mörtel dran, genau. So sieht das aus.
Ja. Das ist dann steinetechnisch der letzte. So, Wendemauern, okay. Frag mich, was das alles wird hier. Ach so, da. Die. Die. Guck mal, eine Ratte oder was ist das? So, die Wände sind fertig. Jetzt will ja Wandelemente haben. Das sind wahrscheinlich dann. Das sind die dann. Okay. Komme ich mit dem Kran aber nicht hin, wa? Wo der jetzt steht. Glaube nicht. Ich probiere es einfach. Wenn wir Glück haben. Na, reicht das? Oh ja, es könnte hinhauen. Und das welche von denen, die wir brauchen, aber glatt. Das war gar nicht so gut. Da sind wir jetzt irgendwo. Die richtigen? Nö. Sind es nicht, dann sind das die anderen. Packen wir die einfach mal hier hin. Doch die hier war. Aber es ist erstaunlich, wie weit man mit so einem Turmdrehkran kommt. Das ist echt wunderbar. Ich liebe das Ding, ganz ehrlich. Dann ist es aber die hier. Oder der Bagger hat Mist gekauft. Das liegt natürlich auch noch im Bereich des Möglichen, gell?
Nee, das waren die richtigen. Okay, dann schnappen wir uns jetzt mal die Dinger hier. Sollte relativ schnell gehen. Hoffe ich. So, noch eine Wand, die wir gerade kriegen können. Warum bin ich denn da? Warum kriege ich denn da jetzt keinen? Keinen grünen Punkt, Mensch. Ziemlich weit runter tatsächlich. So. Wir nähern uns dem Ende, liebe Leute. Noch eine Ecke. Die liegen ziemlich tief. Diese beiden Pömpel weg. Glaube. Oh, sehr schön. Setzen jetzt aber trotzdem erst hier die letzten ein.
wieder vor. Immer nicht hoch genug, wisst ihr? Dann schlägt man mal gerne irgendwo gegen, aber wisst ihr, ganz ehrlich, das wird alles verkleidet. Das sieht kein Mensch mehr, wenn das fertig ist. Geht das alles gut? Es geht gut von der Hand. So, so ein schönes Strandbad, aber letztendlich ist das natürlich auch alles Kommerz, ne? Hier vorne kannst du dann wahrscheinlich Pommes essen für völlig überteuerte Preise. Zu völlig überteuerten Preisen, so sieht das aus. Es muss ja alles Geld kosten. Dort in einem Supermarkt, da habe ich ein Preisschild gesehen. Kilo Erdbeeren 49,99, wo ich dann gedacht habe, ja, die könnte aber mal gepflegt alleine essen, du. Das kannst du keinem mehr erzählen. So. Okay, andere Richtung. So, es hat jetzt mit Wänden, Stellen, alles. Ey, da habe ich aber keine Lust mehr zu. Macht doch keinen Spaß, sowas. Dann liegt hier noch so viel Material rum. Scheiße. Ich glaube, den kriegen wir. Der ist mal dezent umgekippt. Gleiche Thema wie eben dieser Drecksack. So.
dezent umgefallen. So, zurück. Könnte natürlich jetzt auch mal diesen Dachstuhl da oben drauf packen. Aber so lange wie hier ständig neues Material aufploppt, ne? Mann, kann doch so schwer nicht sein. Da geht hier laufend Geld weg oder es kommt laufend Geld rein? So. Ey Bagger, bist du wieder im Funk? Die Seniore, ich bin wieder im Funk. So ein Lauschfuchs. Ja, natürlich. Muss ja hören, was du so treibst. Zwei Platten legen und dann mache ich für heute Feierabend. Ich hab schon Feierabend. Warum? Ich hab schon Feierabend gemacht. Unglaublich. Ach, jetzt kommen wir nicht mit warum, weil ich kann es mir einfach erlauben. Ganz schön hochnäsig. Ja, falsch erzogen. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, ich brauche hier gleich wirklich Feierabend. Ich treffe hier die Anhängerhaken nicht mehr. Ja. Schlimm. Das ist immer das Zeichen für Feierabend da. Ja, dann ist wirklich genug. Aber hier noch eben den Deckel drauf und dann ist für heute Schluss. Dann kann ich mir wahrscheinlich sowieso noch das Elend für morgen angucken. Mensch, nochmal, ich treffe doch nicht mehr die richtigen Knöpfe hier. Was ist das denn? Den ganzen Tag hat das so gut funktioniert. Wundert sich, dass bei dir überhaupt irgendwas funktioniert. Ja, muss mal gucken, er ist ganz schön vorangeschritten hier. So. Die noch drauf und dann machen wir Feierabend. Ihr guckt selbstverständlich auch beim Intoxic rein, damit ihr seht, was der Bodo Bagger so treibt und wie er über mich lästert. Bedeutet natürlich auch Berichterstattung unter meinem Video. Ist klar, ne? Und in diesem Sinne, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao, ciao.